Hallöchen und herzlich willkommen zum nächsten Rennen, zur nächsten Etappe, zur nächsten Folge hier beim Pro Cycling Manager. Grand Prix Bastianelli, wie bereits angekündigt, steht heute auf dem Programm. Dasselbe Rennen im Prinzip wie gestern, nur in Italien, nur mit anderem Teilnehmerfeld, nur mit anderer Mannschaft. Von uns aus gesehen sind heute mit am Start die beiden Ibrahimimims, nee, nur einer von den beiden. Ich weiß gar nicht, warum nicht beide am Start sind. Dann haben wir Santa Romita am Start, Al-Hamadi, Hadi, Al-Muravi, Hajnawi und Stewie. Also, alles, was irgendwie nach fernem Osten klingt, darf hier mitfahren. Ist ja wohl Logo. Denn das ist Skydive Dubai, mein Freund. So ist es und es ist nur so. Und ihr wisst auch alle, wenn ihr ehrlich seid, dann wisst ihr auch alle, dass es so ist. Na? Ihr wisst es alle. Und wir denken uns heute mal, ey, ganz ehrlich, gestern hat es nicht geklappt, mit Jelul in die Ausreißergruppe zu gehen. Und wenn es mit einem nicht klappt, dann klappt es vielleicht mit deren zwei. Und deshalb heute also ein Doppelangriff hier bei Skydive Dubai in der Teamtaktik sozusagen. Man sieht einfach, wie schnell der Al-Hamadi platt ist und wie lange Hadi noch theoretisch angreifen könnte. Almeida fährt hinterher, Conti, Valerio Conti ist das, glaube ich. Nee, ist es nicht. Oh Gott, hier fahren einige hinterher. Das wird das Feld niemals für gut heißen. Kann ich mir nicht vorstellen. Hadi auf jeden Fall vorne mit dabei. Al-Hamadi kann auch noch einigermaßen mithalten. Das ist schon mal gut. Ist eine große Gruppe. Wenn die wegkäme, das wäre schon sehr, sehr geil. Das Feld hat diesmal scheinbar keine Bedenken, dass die Gruppe irgendwie zu groß sein könnte oder so. Oh, das ist schon interessant, sag ich mal. Moment kurz. So, da bin ich auch schon wieder. Weiter geht's hier mit dem Grand Prix Bastianelli. Mal schauen, ob hier Britton und die beiden Mora und Tonelli noch rankommen. Dahinter im Feld ist das Tempo relativ entspannt. Also man sieht das hier sehr, sehr tolerant, diesen Angriff. Und jetzt schaue ich mal. Al-Hamadi ist nicht der Beste, muss man einfach so sagen. Und auch Hadi ist nicht der Geilste. Also wenn die Gruppe durchkäme, hätten wir wahrscheinlich echt Probleme, hier das Rennen zu gewinnen. Dann käme es darauf an, dass Hadi irgendwie über diese beiden Hügel drüber kommt. Ob er dazu das Zeug hat, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Tonelli und Mora, da kommen nochmal zwei richtig gute Hügelfahrer mit rein. Also, ganz ehrlich, richtig gute Hügelfahrer haben wir hier sowieso nicht. Das ist schon mal ein Pluspunkt für Hadi. Aber er selbst ist halt ein extrem schlechter Hügelfahrer. Ist allgemein kein, von den Werten her allgemein kein so toller Fahrer, muss man echt mal sagen. Also, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, ehrlich gesagt. Aber nee, er ist allgemein jetzt nicht so gut. Aber gut, schauen wir mal, wie das Ganze hier läuft. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe immer so ein bisschen Probleme. Wenn ich zwei Leute in der Ausreißergruppe habe, weiß ich immer nicht so genau, wie ich die beiden hier so, ja, wie dann die taktische Ausrichtung sein soll. Soll ich einen die ganze Zeit nur hinten fahren lassen? Ich meine, ich könnte Hadi tatsächlich sagen, dass er mehr hinten bleiben soll. Das wäre mit Sicherheit nicht die schlechteste Idee. Und Al-Hamadi ist auf jeden Fall auch schon mal der Wasserträger, was das angeht. Und ich glaube, wir fahren schon wieder zu wenig. Aber warum wollen die alle so Gas geben? Das verstehe ich schon gar nicht. Warum so krass Gas geben? Da hört bei mir das Verständnis schon auf. So, Al-Hamadi, kurze Führung gemacht. Gleich mal Flaschen holen für den Herrn Hadi. Und Ibrahim geht auch mal Flaschen holen. Also vielleicht schaffen wir es ja heute aus einer Ausreißergruppe heraus. Die Gruppe ist groß. Die Gruppe besteht nicht aus krassen Fahrern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist wahrscheinlich Hadi noch wirklich einer der Besten. Aber das macht nichts. Die Gruppe ist auf jeden Fall voluminös. Und das ist schon mal nicht schlecht. Schau mal, wer hier sonst mitfährt. Nocentini wieder mit am Start. Mauro Finetto ist diesmal mit dabei. Cunego ist zurückgefallen. Auch der fährt hier scheinbar mit. Auch nicht schlecht. Damiano Cunego, mit Sicherheit der Kapitän hier. Der Nippo Vini Fantini Mannschaft. Daniele Ratto ist mit am Start. Franco Pellizzotti haben wir. Sousa Buongiorno ist mit dabei. Larsson, Pate. Und mich wundert es ein bisschen, dass Cunego so weit hinten erwähnt wird, weil eigentlich gehört er doch schon hier zu den größeren Namen im Fahrerfeld. Und die Strecke kommt ihm auf jeden Fall entgegen. Ja, und dann schauen wir mal, ne? Dann schauen wir mal. So, jetzt gibt es hier schon die ersten Attacken. Also, nee, das finde ich jetzt aber echt uncool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das hier gerade richtig scheiße, dass jetzt hier groß attackiert wird, weil im Endeffekt, wir müssen hier echt zusammenarbeiten. Und die Gruppe hat definitiv eine Chance durchzukommen.
Definitiv, keine Frage. Aber dafür müssen wir zusammenarbeiten. Und wenn jetzt hier jeder anfängt zu attackieren und jeder meint hier irgendwie einen, weiß ich nicht, den Hampelmann zu spielen, dann wird die Gruppe definitiv nicht durchkommen. Und das ist definitiv scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hoffe ich, dass die jetzt bald mal klarkommen auf diese dumme Attackiererei. Jetzt gerade ist ein bisschen ruhiger geworden. Aber kaum, dass Al-Hamadi die Führungsarbeit schleifen lässt, schon gibt es wieder eine Attacke. Die ganze Zeit Conti und Peer sind es eigentlich nur die ganze Zeit, die angreifen. Schon ziemlich grenzdebil. Jetzt auch Almeida. Und ich verstehe halt nicht warum. Also viele wollen keine Führungsarbeit machen. Nuno Almeida verweigert die Zusammenarbeit, weil Sultan Al-Hamadi seinen Teil der Arbeit nicht leistet. Das Tempo ist zu unerbittlich. Al-Hamadi, 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 Al-Hamadi. Okay, da muss er jetzt echt mal Tempo geben. Aber er macht's ja, so ist es ja nicht mal. Guck mal, er fährt ja vor, so ist es ja nicht. Wahrscheinlich ist es eher der Grund, warum manche denken, das Tempo ist zu unerbitterlich, ja. Das Tempo. Ah ja, guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt sind alle wieder grün. Jetzt wollen alle wieder mitmachen. Sehr gut, wir haben die Gruppe also ein bisschen geheilt. Das Tempo ist zu unerbitterlich. Das ist ja okay, ja. Wenn ihm das Tempo zu schnell ist, dann habe ich da auch echt kein Problem damit. Wenn die Leute dann auch einfach keine Kraft haben, mitzufahren, sich zu beteiligen an der Ausreiß, an der Führungsarbeit. Dann sollen sie von mir aus ein bisschen chillen, sollen ihre Kräfte ein bisschen schonen und dann aber auch wieder mitführen. Denn es geht ja hier im Prinzip schon darum, dass die Gruppe durchkommt. Für jeden Einzelnen ist das ja hier von Interesse, denn diese Fahrer, das sind alles keine großen Fahrer, die hier irgendwie Mords die Siege holen, sonst wären sie beim Grand Prix Bastianelli nicht in der Ausreißergruppe. Sind wir mal ganz ehrlich. Und jetzt greift Per schon wieder an. Und das ist halt sowas, das verstehe ich dann wiederum nicht. Ganz ehrlich. Erst rumheulen, das Tempo wäre zu schnell. Und dann aber die ganze Zeit angreifen, statt selbst einfach mal Rennen zu fahren. Also richtig sinnlos, was der Pair hier veranstaltet. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also finde ich richtig, richtig scheiße. Conti hat ja mittlerweile aufgehört, jetzt fängt Britain an. Also ich finde das richtig sinnlos. Aber es ist ja nicht nur erst jetzt so. Das hatten wir jetzt schon häufiger, dass Ausreißergruppen einfach nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Das ist schade, aber es ist so. Santa Romita ist heute übrigens mit dabei, trotz einer Schulterverletzung. Ich hoffe mal, das wird nicht allzu dramatisch sein, so dass er hier nicht irgendwelche Folgeschäden behält oder so. Das wäre sehr, sehr schade. Einer ist zurückgefallen. Das ist Corsair. Okay. Ja, schade für ihn. Interessiert mich aber ehrlich gesagt recht wenig. So, 4 Minuten ungefähr ist der Vorsprung noch groß dieser Gruppe. Im Feld hinten hat man sich jetzt aufgerafft und versucht, die Ausreißer so ein bisschen in Schach zu halten. Das Tempo ist jetzt auf jeden Fall viel, viel höher als noch gerade eben. Ja, also das Feld versucht uns jetzt schon einzuholen. Und ich finde es schade, dass die Gruppe einfach nicht so funktioniert, wie sie könnte, wenn sie denn wollte. Es ist wirklich traurig einfach nur, muss man sagen. Aber mal schauen. Naja. So, Al-Hamadi ist jetzt vorne. Ja, er macht schon mit die beste Führungsarbeit hier, muss man mal ehrlich so sagen, in dieser ganzen Gruppe. Ich würde auch sagen, er soll jetzt mal die unbegrenzte Führungsarbeit auspacken. Und dass er hier mal so ein bisschen das Unterhaltungsprogramm hier gestaltet in der Gruppe. Und dass wir mit Hadi einfach nur mal hinterherfahren. Mal schauen, ob das klappt. Das hier reichen kann mit Al-Hamadi. 3 Minuten sind es noch. Also der Vorsprung ist ja nicht so klein. Sind wir mal so ehrlich. 3 Minuten ist schon. Ja, also ich sag mal, 3 Minuten ist nicht viel. Angesichts der Distanz bis ins Ziel noch, bis zum Ziel. Und angesichts der Tatsache, dass das Feld schon sehr, sehr hinterher geht. So, jetzt fährt Al-Hamadi vorne. Wird jetzt hier mal so ein bisschen das Tempodiktat übernehmen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier nicht den Abstand aufs Feld so ein bisschen vergrößern können, wenn Sultan Al-Hamadi hier mal vorne fährt. Probieren wir es mal. 3 Minuten sind es noch ungefähr.
Und wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Also der gibt jetzt richtig Gas, Sultan al-Hamadi. Und Hadi, der gibt auch Gas, aber natürlich bei weitem nicht so viel wie sein Teamkollege, wie Sultan al-Hamadi. Schauen wir mal, ob das klappen kann. Ich denke ehrlich gesagt nein. Ich gehe davon nicht wirklich aus, weil das Feld macht schon wirklich richtig, richtig Jagd auf uns. Also die wollen uns definitiv einholen, keine Frage. Da kannst du mir erzählen, was du willst, aber das Feld, das ist hier richtig erpicht darauf, uns einzuholen. Und das merkt man halt auch einfach. 2 Minuten 20 sind es noch, 43 Kilometer vor dem Ende dieses Rennens. Also ich denke mal nicht, dass dieser Auswahlversuch wirklich ernsthaft eine Chance hat. Bin ich ganz, ganz ehrlich. So, jetzt Hadi vorne. Auch er gibt hier Gas. Aber der Vorsprung schmilzt und ist jetzt erstmals unter der 2-Minuten-Marke. Kilometer noch. Ja, 1,36 ist echt nicht die Welt, ne? Komm, Al-Hamadi, fahr nochmal nach vorne. Gib nochmal richtig gerne Gas. Sultan Al-Hamadi. So, Hadi fährt nochmal mit nach vorne. Reiht sich hier nochmal ein und sein Teamkollege Al-Hamadi macht jetzt das Tempo Britain. Versucht es dann mit einer Attacke, wie es aussieht. Aber wir lassen uns da gar nicht vom beunruhigen. Sondern Al-Hamadi fährt sein Tempo auch weiterhin. Und jetzt natürlich auch so ein bisschen der Blick nach hinten, was passiert im Hauptfeld. Nicht, dass da vielleicht schon einer versucht anzugreifen oder so. Das wäre sehr, sehr uncool. Pereira, ja, macht zumindest mal das Tempo. Nach einem Angriff sieht es jetzt nicht direkt aus. Und wir schauen nach vorne, wo jetzt Britain tatsächlich versucht wegzukommen. Ordentlicher Bergfahrer, das muss man ihm ja lassen. Al-Hamadi macht das Tempo und Hadi hat jetzt langsam auch echt Probleme, hier mitzuhalten. Bei dem Tempo, das sein eigener Teamkollege hier anschlägt. Das ist schon hart. Zehn-Kilometer-Marke, auch hier wieder der Hinweis, stimmt natürlich nicht. Und jetzt hier Bulgak oder Bulgac. Attacke. Sah zumindest so aus. Santarumita, der hält hier noch gut mit. Al-Murawi, auch der hält noch ordentlich mit. Hat ja heute eine extrem beschissene Tagesform. Dafür ist der hier aber noch ganz gut dabei. Muss man ihm lassen. So. Al-Hamadi wieder vorne. Der gibt hier alles, um den Vorsprung irgendwie am Leben zu halten. Der Vorsprung eigentlich von Britain ist extrem groß. Der Vorsprung aus Hauptfeld beträgt gerade mal eine Minute. Das ist nicht die Welt. Also das wird wahrscheinlich nichts werden mit der Ausreißergruppe. Allerdings Britain, der sieht hier sehr, sehr stark aus. Das sieht schon so aus, als könnte er es schaffen. So, Sekunde. So, weiter geht's. Ganz kurz unterbrochen worden an der Stelle. Passiert halt manchmal. Ne? So, letzten 20 Kilometer sind also angebrochen. Und jetzt versucht hier Sofian Hadi mit einem Solo-Vorstoß. Ja, irgendwas muss er ja versuchen, ne? Aber das ist natürlich jetzt hier schon ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen, muss man sagen. Das hier nicht so aussieht, als würde es zum Erfolg führen. Aber er macht das Rennen nochmal schnell, macht das Rennen nochmal hart und solange die Ausreißer hier natürlich sich einig sind, so wie es gerade im Moment so ist. Oh fuck, Al-Hamadi, der müsste eigentlich schon drin bleiben in der Gruppe. Das wäre gerade mal sehr, sehr wichtig.
dass er drin bleibt, einfach um die Harmonie zu stören in der Gruppe. Das wäre schon nicht so ohne. So, Hadi. Hat jetzt gleich Brown eingeholt, oder Baron, oder wie der heißt. Britain heißt er. So wie Little Britain, wie die Serie. So ungefähr. Tja, und jetzt schauen wir mal. Es geht noch einmal bergauf. Für Santa Rumita, für Stewie, für Al-Murawi, für Hajnui und für Ibrahim. Das sind jetzt nur mal die, die mir hier gerade ins Auge fallen. Und Al-Murawi, glaube ich, wird hier... Oh fuck, jetzt habe ich nicht mehr auf Hadi geachtet. Toll, ne? Habe ich einmal nicht mehr auf Hadi geachtet. Jetzt ist er natürlich platt. Ah, und jetzt schafft der Ausreißer ihn wahrscheinlich wirklich noch. Das wäre jetzt das Bitterste, was passieren könnte. Dass die Ausreißer durchkommen, aber wir keine Chance haben, mitzumischen. So, Santa Rumita. Ganz, ganz weit hinten im Feld. Sehr schlecht platziert. Vorne geht jetzt langsam die Post ab. Und wir hängen hier hinten drin und können gar nichts damit machen. Hadi völlig platt jetzt. Da geht gar nichts mehr. Da ist die Luft jetzt einfach raus. Wo ist Santa? Der hängt hier voll im Verkehr. Und man sieht auch, dass er einfach ein bisschen gehemmt ist. Bisschen geschwächt durch seine Verletzung. Kunego. Ah, mit dem kann er auch konkurrieren. Schauen wir mal, für was es hier reicht. Für Santa Rumita. Ah, greift gleich mal an. Santa fährt hier gleich durch. Man probiert es zumindest, aber es sieht nicht gut aus. Shui. Ist platt. Murawi, platt. Kannst vergessen, ey. Kannst du ja mal echt vergessen. Santa Rumita. Wir müssen versuchen, hier im Sprint irgendwas zu reißen mit Santa. Was natürlich so gut wie möglich ist. Also schon hart, dass Santa selbst mit Schulterverletzung immer noch besser ist als der Rest. Aber guck mal an, es sind nur noch drei Fahrer vorne, meine ich. Das ist jetzt echt nicht mehr die Welt. Tempo gerade wieder sehr, sehr langsam. Aber jetzt wird es wieder erhöht in diesem Moment durch Franco Pellizzotti. Sonst hätte ich nochmal eine Attacke probiert. In guter alter Santa Rumita-Taktik und Manier natürlich auch. Oh, die letzten Meter laufen ja schon. Ach du Scheiße, das ist ja... Ist mir gar nicht aufgefallen. Santa Rumita startet hier mal einen Sprint. Aber es zählt gar nicht für uns. Aber egal. Es ist trotzdem nicht mehr weit. Santa Rumita jetzt um die letzte Kurve wird Vierter, ne? Ja. Weil der Rest irgendwie pennt. Also noch ein ziemlich gutes Resultat, muss man sagen. Dafür, dass das hier echt nicht gut lief für unser Team. Aber immerhin. Den Sieg sichert sich tatsächlich Britain, der hier mit einem ganz, ganz krassen Auftritt am ersten der beiden letzten Hügel sich hier den Sieg sichert, aus der Ausreißergruppe rausfährt. Hadi und Al-Hamadi kamen da nicht hinterher, hatten keine Chance, das irgendwie zu kontern. Naja, was willst du machen, ne? Damit also Sieg für Rob Britain, zweiter Alessandro Tonelli, dann Luis Mora, dann Santa Rumita, Bandera, Ratto, Planca, Cevacci, Andretta und Tizza. Viele Italiener, 7 Stück unter den ersten 10. Nicht schlecht, aber den Sieg trägt ein Kanadier davon. Das auch völlig zu Recht, das war sehr, sehr stark, was er hier gezeigt hat. Santa Rumita immerhin Platz 4, das ist okay, das ist sehr, sehr gut sogar, finde ich persönlich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder, zur nächsten Folge. Dann geht's zur Tschechei-Rundfahrt, zur Tschechien-Rundfahrt. Mit dem Zeitfahren beginnt die, dann eine hügelige Etappe und 2 flache Etappen. Das könnte ganz interessant werden. Ich hoffe, ihr seid auch da wieder mit dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Fritte.